Hi Leute, servus, seid gegrüßt. Ein herzliches Hallo aus Oberfranken. Ich mache hier einen Kurzurlaub in der Nähe von Bamberg oder Bamberg, wie das glaube ich die Einheimischen zu sagen pflegen. Ich befinde mich hier in der Nähe von Litzendorf, Tiefenellern. Diese Gemeinde befindet sich ca. 15 bis 18 Kilometer östlich von Bamberg. Ich habe jetzt hier gerade die Jungfernhöhle besucht. Habt ihr ja gerade gesehen, richtig mystisch eingebettet im Wald. Hat natürlich so eine ganz gespenstische Atmosphäre jetzt hier heute, Anfang November, in diesem durch Nebel durchdrungenen Wald. Hat also schon eine gewisse Mystik, wenn man sich hier so alleine durchbewegt. War richtig spannend. Der Aufstieg war allerdings sehr, sehr steil. Das kann ich euch verraten. Also da hat es bestimmt mal zwischendurch kurz so um die 20% Steigung gehabt. War heftig. Jetzt will ich mir da noch den Eulenstein anschauen, so eine riesige Felsformation oberhalb von Tiefenellern. Muss ich mal schauen, wie ich da hinfinde. Da vorne ist eine Straße, die werde ich da wahrscheinlich queren dürfen. Und dann müsste es irgendwie in die andere Richtung weitergehen. Ich bin mal gespannt, wie sich diese großflächige Felsformation so im Nebel da auftut. Wie so die Eindrücke sind, wenn man sich dort bewegt. Einfach mal schauen. Viel Spaß mit diesem kurzen Video jedenfalls aus Oberfranken in der Nähe von Bamberg. Ja, das Navi zeigt mir doch an, dass ich hier wieder zurück darf. Also ich brauche die Straße ja nicht zu überqueren, sondern muss wieder zurück in den Wald. Und da schaue ich dann mal, wie ich da vorankomme. Ich habe jetzt nur mal mein normales Smartphone dabei, habe da Google Maps jetzt aufgemacht. Jetzt schaue ich mal, wie ich da langkomme. Also wieder zurück durch den mystischen Nebelwald hier bei Tiefenellern. Herrlich, diese herbstliche Stimmung. Immer wieder fallen die Blätter von den Bäumen. Also mir gefällt es richtig gut. Das Rascheln der Blätter unten hier, wenn man da unterwegs ist. Eine Wohltat. Ja, hier befinde ich mich jetzt wieder erneut an der Rückseite der Jungfernhöhle. Hier gibt es auch so einen kleinen Felsen. Ja, was heißt klein? Der ragt so schön auf. So mit so einem Vorsprung oben. Hat schon was. Diese Zacken, die da immer so rausragen seitlich. Aber es fällt richtig schwer, sich hier zu orientieren. Nicht nur, weil es Nebel hat, sondern weil man eigentlich auch nur einen Weg gesehen hat. Muss ich mal schauen, ob ich hier irgendwo ein Wegzeichen finde. Aber der Nebel wird immer ein bisschen dichter. Kommt vielleicht auf der Kamera gar nicht so deutlich rüber. Da vorne gibt es noch so einen kleinen Vorsprung. Da war vorhin auch eine Familie mit zwei Kindern. Die sind jetzt aber weitergezogen. Da steht man dann wahrscheinlich direkt auch auf so einem Felsen drauf. Ja, richtig schön hier, wie das mit Moos überzogen ist. Sehr spannend. So, nochmal das Navi genau inspiziert. Also ich war doch eigentlich gar nicht so falsch. Bin jetzt erneut wieder zurück an der Stelle, wo ich vorhin war. Jetzt darf ich hier ein kurzes Stück an der Straße entlang laufen. Einige Meter, bevor es dann wieder links abgeht. Alles hier dichter Nebel. Da vorne kann ich wieder ein paar Hinweisschilder für die Autofahrer erkennen. Da steht dann, glaube ich, auch schon die A73 dran, wo es nach Bamberg geht. Oder Bamberg, wie, glaube ich, die Einheimischen hier sagen. Ich glaube, das wird dann eher wie so ein CH hinten ausgesprochen. Regional sind ja die Dialekte hier in Bayern recht unterschiedlich. Ich glaube, hier wird auch viel mit LA hinten am Ende geredet. Endungen, das hört sich dann so ein bisschen lustig an, aber ich finde es eigentlich ganz, ganz nett.
wenn man dieses LA hinten anführt. Vor allem bei manchen, sage ich mal, Lebensmitteln oder bei Getränken, Bier und so, da hört sich das schon richtig interessant an, diese Endung. Ne, die A70 ist es, Scheslitz-Bamberg. Aber hier ist sowieso kein Verkehr. Also da kommt ganz selten mal ein Auto vorbei hier. Und ich darf ja schon wieder bald abbiegen links in den Wald. Das ging jetzt von der Straße links ab, dann über so ein kurzes Wiesengelände und dann findet man linker Hand so ein ganz feiner, unscheinbarer Pfad, aber da muss man schon die Augen offen halten. Ich habe mich jetzt hier ein bisschen orientieren lassen, sonst würde man da wahrscheinlich irgendwann auf Hecken stoßen, wenn man auf der Wiese weiterläuft. Aber hier ist jetzt ein richtiger, schöner Wanderpfad, der hier durch den Wald führt. Ich bin eigentlich gar nicht so weit weg von der vorherigen Stelle. Ja, das sind vielleicht 200 Meter Luftlinie. Aber wenn man hier noch nie unterwegs war, ist natürlich alles ein bisschen fremd und neu und will erforscht werden. Die Blätter fallen hier vom Himmel, von den Bäumen. Herrlich. Super Stimmung. Ist zwar schlichtes, tristes Novembergrau, aber hier im Wald mit diesen bunten Blättern macht es so eine richtig tolle, mystische, abenteuerliche Stimmung. Richtig Spannung pur. Aber wann haben wir so hoch geschafft überhaupt. So, liebe Leute, jetzt befinde ich mich hier am Eulenstein. Diese herrliche Felsformation, die heute im Nebel liegt. Ja, da unten gibt es auch noch ein ganzes Felsgelände, was auch dazugehört. Aber allein schon dieser steil aufragende Zahn hier, das sieht ja schon wahnsinnig imposant aus. Klasse. So, dann geht es mal hoch hier auf diese ganz kleine Felskonstruktion, die hier nur so ein paar Meter aufragt. Ah, schön geil. Muss ich eben die richtigen Tritte suchen und Griffe am Fels.
Immer greifen hier ums Eck rum mit der rechten Hand. Ja, diesen kleinen, kurzen, steilen Zacken bin ich jetzt hochgeklettert. Schauen wir mal, was da unten sich so auftut. Das sind dann die größeren Felsformationen dazu. Da vorne kann man schon die Straße sehen, die hier in so Schleifen nach oben führt. Boah, genial! Da geht es dann runter wie in so einer Schlucht. Hier gibt es einige Sicherungen für die Kletterer. Da geht es ja fast senkrecht die Wand hoch. Einige Meter. Ja, wie hoch wird das sein? Hier an der Stelle. 7 Meter, 6 Meter, 7 Meter, vielleicht bis oben 8, 9 Meter. Der könnte vielleicht ein bisschen höher sein. Aber es täuscht vielleicht, wenn man hier so zwischendrin unten steht. Jetzt mal hier von der Seite betrachtet, der Eulenstein. Ja, da unten führt der Weg vorbei.
An diesem kleinen Felszacken, den ich eben zweimal hochgeklettert bin, ist es beim Rückweg besonders schwierig, wenn man jetzt nicht rüberspringt, die ca. 2 Meter, 2,50 Meter, was es in der Luft hat, auf die andere Seite. Wenn man da wieder rückwärts runterklettert, da hat man erstmal gar keine Sicht, wo man die Füße platziert. Man muss da ein bisschen mit Gefühl agieren, weil manche Stellen sind auch ein bisschen speckig. Und da muss man schon wirklich schauen, dass man sich sowohl mit den Händen oben gut festhalten kann an einer sicheren Stelle, wo der Fels sehr griffig und fest ist, und gleichzeitig natürlich auch schauen muss, dass man am Anfang blind 2-3 Schritte macht, wo man wirklich sich vorantasten muss. Ist gar nicht so einfach, um dann wieder runterzukommen. Ja, von hier kann man diesen steilen Zahn jetzt sehen, an dem ich gerade war. Jetzt bin ich hier an der unteren Seite des Eulensteines unterwegs, an diesem Pfad. Ah, zwar kein großer Felsen, aber eine sicherlich spannende, feine, kleine Kletterei. Wenn man hier vielleicht mit Seilpartner unterwegs ist. Ah, richtig spannend hier. Heute ist ja noch Allerheiligen, der 1. November. Ja. Interessant. Richtiges Felsungetüm hier, der Eulenstein. Jetzt auch noch. Hier gibt es auch noch mal so einen feinen Spalt zwischen den beiden Felsen. Sehr schmal und eng. Ja, Leute, das war's dann mit dem kleinen mystischen Ausflug im Nebelwald rund um Litzendorf zur Jungfernhöhle und zum Eulenstein, wo ich hier gerade unterwegs war. War ein kleiner, spannender Ausflug. Neue Umgebung, die ich noch nicht gekannt habe. Was heißt Umgebung? Überhaupt neue Landschaft. Und ja, so ein kleiner Spaziergang jetzt. Am 1. November. Danke fürs Mitkommen hier auf dieser Tour. Und somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und alles Gute für euch. Und tschüss. Ciao, ciao.
Ja, hier habt ihr von mir das nachgebildete Stonehenge von Tiefenpöls. Aber hat mit dem Englischen so gesehen, ja, ein bisschen Verwandtschaft. Also sieht so ähnlich aus wie das Stonehenge in England. Dieser Megalithbau. Hier ist es natürlich ein bisschen nachempfunden, das Ganze. Finden tut man es in Tiefenpöls. Das fränkische Stonehenge sozusagen. Und so sieht es hier aus. Ich dachte mal, wenn ich schon hier in der Gegend unterwegs bin, dann präsentiere ich euch hier auch noch diese Sehenswürdigkeit. Der Himmel zwar bedeckt und keine Sonne. Bei Sonnenuntergang wird das natürlich richtig toll aussehen oder wenn Vollmond ist. Aber auch so hat es einen gewissen Reiz. Vielen Dank fürs Einschalten und tschüss.